Wer gestern die Zeit im Bild 2 gesehen hat und das Interview, das der Herr Thür mit unserem Bundespräsidenten Herbert Kickl geführt hat, der hat relativ schnell erkannt, dass es möglicherweise einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Babler und Kickl gibt. Und ganz ehrlich, wenn ich den direkten Vergleich ziehe, dann wäre mir sehr viel wohler, wenn ein Volkskanzler Herbert Kickl die nächste Regierung anführt, weil er eben auch die entsprechenden Antworten hat und sich nicht nur auf Blabla zurückzieht. Die Diskussions- und Interviewführung der gestrigen Sendung war durchaus interessant und ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der Herr Thür dann schon ein bisschen so gewirkt hat wie ein kleines zorniges Kind, das also mit seinen Fragen nicht durchgekommen ist. Das ist einem schlicht und ergreifend dem Umstand geschuldet, dass Herbert Kickl halt einfach konkrete Aussagen trifft und im Gegensatz zu seinen Kontrahenten weiß, was er sagt. Besonders spannend habe ich das Ende des Interviews gefunden, als es um diese in der Berichterstattung aufgeschlagene Veranstaltung in der Bundesrepublik Deutschland gegangen ist, konkret in Berlin. Dort hat ein links-linkes Blatt moniert, dass es AfD-Politiker gegeben hätte, die über die Möglichkeiten der Remigration gesprochen haben. Das heißt also, wie man mit Menschen umgeht, die zumeist auch illegal ins Land gekommen sind und dann nichts anderes tun, als unsere Grundregeln nicht zu respektieren und auch unser Lebensmodell nicht zu respektieren. Und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, wie mit welchem Genuss der Herr Thür geglaubt hat, dass er diese Geschichte ausrollen kann und welche verqueren Konnex er da herstellt. Und da muss ich sagen, tatsächlich ist die Linke schon eilig hier wieder etwas sehr, sehr Großem auf der Spur. Denn dass rechtskonservative Parteien wie die FPÖ darüber nachdenken, wie man die gesellschaftliche Zusammensetzung in unserem Land wieder ins Lot bringen kann und was man vor allem mit diesen zigtausenden Menschen machen soll, die aus wirtschaftlichen Gründen und aus oftmals purem Eigeninteresse einen Asylantrag in Österreich gestellt haben und den nicht zuletzt auch unter einem ÖVP-geführten Innenministerium genehmigt bekommen haben, wie man die einfach wieder außer Landes bringt und wie man mit dem Wort Asyl generell umgeht. Denn eines ist klar, Asyl ist Schutz auf Zeit und wenn sich in den gegebenen Ländern etwas verändert, muss natürlich auch die Möglichkeit da sein, diese Herrschaften wiederum zurückzubefördern und nichts anderes diskutieren wir Freiheitliche schon seit Jahrzehnten. Ja, jetzt ist es so, dass nicht zuletzt aufgrund der Vorfälle in Israel und im Gazastreifen eine Debatte auch in Österreich dazu entbrannt ist, dass es möglicherweise doch so ist, wie wir freiheitlich immer gesagt haben, dass die zunehmende Islamisierung natürlich auch die Grundlage für Antisemitismus in unserem Land ist. Und zack, zack, plötzlich ist es möglich gewesen, kann man natürlich auch über Dinge wie Abschiebungen sprechen. Ich erinnere an meinen speziellen Freund, den Herrn Dr. Klenk vom Falter, der auch einmal vor lauter Zorn getwittert hat, dass wir möglicherweise viel zu viele Menschen ins Land gelassen haben, die wir nicht kennen oder ähnlich hat das ja formuliert. Ja, genau das ist das, was wir freiheitlich immer gesagt haben. Unter dem aktuellen Kontext der Ereignisse ist es jetzt plötzlich legitim geworden. Jahrzehntelang sind wir dafür geprügelt worden. Und weil darüber diskutiert worden ist, ob das nun auch Menschen betreffen soll, die die Staatsbürgerschaft, die österreichische, erhalten haben. Ja, aus meiner Sicht selbstverständlich, wenn jemand eine Staatsbürgerschaft erhalten hat und wenn sie dann herausstellt, dass er sie zu Unrecht erhalten hat oder dass er quasi nur so lange den vorbildlichen Bürger gespielt hat, bis er diese erhalten hat, ja, dann muss man natürlich auch hier den Weg wählen, wenn er kriminell wird, wenn er unsere Gesellschaft bekämpft, wenn er sich in den Militärdienst eines fremden Landes begibt, dass man natürlich auch da über die Aberkennung von Staatsbürgerschaften reden können muss, vor allem eben, wie gesagt, oder ausschließlich bei ihnen, die die Staatsbürgerschaft neu erworben haben. Herbert Kickl hat es gestern in der Sendung Zeit im Bild 2 auch erwähnt, wenn jemand per Geburt Österreicher ist, ist es natürlich eine ganz, ganz andere Diskussion, die hier zu führen ist. Ja, aber jedenfalls war die Aufregung groß, weil es diese Veranstaltung gegeben hat und es geht sich ja das Argumentarium hinten und vorne nicht aus. Denn wenn ich mir in Erinnerung rufe, was der deutsche Bundeskanzler Scholz noch vor kurzem gesagt hat, dann unterstreicht er in Wahrheit auch das Ansinnen
jener, die sich hier getroffen haben und darüber gesprochen haben, wie man mit der Zuwanderungssituation in Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland vor allem umgehen kann. Der Kanzler Scholz hat am 20.10.2023, das ist noch nicht so lange her, in der ARD-Tagesschau gesagt, wir müssen schneller abschieben. Wir müssen schneller abschieben. Das war nicht die AfD, das war nicht die FPÖ, sondern zu dieser Erkenntnis ist auch der rote Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der Herr Scholz, gelangt. Also was ist jetzt so schlimm, dass man diese Diskussion führt? Im Übrigen werden ähnliche Diskussionen auch in Frankreich geführt. Im Übrigen gibt es auch in Schweden ähnliche Ansätze. Also ich denke, es ist doch gut, wenn man sich in den europäischen Ländern einmal darüber im Klaren ist, dass es mit der Migration in dieser Art und Weise nicht weitergehen kann und dass schlussendlich auch unsere Sozialsysteme kollabieren werden, wenn man diesen Wildwuchs weiter zulässt. Nicht mehr und nicht weniger ist die Grundlage dieser Debatte und dass man das Thema Migration besprechen muss, das haben vielleicht die Grünen noch nicht verstanden, aber ich gehe jede Wette ein, dass auch die ÖVP dann, wenn es darum geht, wiederum den Kopierer anzuwerfen und freiheitliche Positionen zu übernehmen, spätestens im Wahlkampf genau in das gleiche Horn stoßen wird. Das Problem ist immer nur das, die ÖVP verspricht vor Wahlen genau hier einmal anzusetzen und hier Änderungen herbeizuführen und nach den Wahlen vergisst sie auf genau das. Das ist das Problem mit der ÖVP, der einem grundsätzlich immer nur Sand in die Augen streut und vielleicht noch etwas. Wenn die ÖVP jetzt im Wahlkampf dann sagen wird, dass sie rigoros gegen diese illegale Migration vorgehen möchte und gleichzeitig aber schon weiß, dass sie mit der FPÖ nicht koalieren möchte, folgedessen also eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und die Neos schmieden muss, dann ist ja eines klar, dann hat man zwei Linksparteien mit in der Regierung, also wer ÖVP wählt, wählt links, nämlich die SPÖ und die Neos mit. Und da wünsche ich dann dem nachmaligen ÖVP-Obmann nach Karl Nehammer viel, viel Spaß, wenn er mit den derzeit marxistisch angehauchten Roten und mit den Allerweltspolitikern von den EOS über eine rigidere Migrationspolitik nachdenken möchte, beziehungsweise dann auch entsprechende parlamentarische Beschlüsse herbeiführen möchte. Das heißt also, wem die Migration ein wichtiges Anliegen ist, der geht in dem Fall zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Wir Freiheitliche haben hier ganz, ganz klare Konzepte, wie damit umzugehen ist. Herbert Kickl hat das gestern bestens in der Zeit im Bild 2 auch noch einmal veranschaulicht. Genau das ist es, was wir Freiheitliche mit unserer Politik erreichen wollen, was ein Regierungschef und Volkskanzler Herbert Kickl zur Umsetzung bringen wird. Genau darum geht es uns und daran werden wir auch arbeiten. Ich möchte euch abschließend noch einladen, auch Mitglied auf diesem Kanal zu werden. Der Kanal wächst und wächst und wächst und wer ebenfalls unzensuriert informiert bleiben möchte, der möge einfach nur ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren.